Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute mal mit der Frontkamera aufgenommen. Ich hoffe mal, diese Rauschunterdrückung ist dann nicht mehr am Start. Und auch diese Fokussierung, die mich so gestört hat. Immer wenn man sich bewegt hat, dann ist das Bild so gewabbert. Deswegen mal so. Jetzt möchte ich mal kurz die Mini-Konsolen zeigen. Ich habe leider die Originalkonsolen oben in der Wohnung nicht am Start. Die habe ich in den Keller gebracht, Kartons. Der Grund ist, weiß nicht, wie man das sehen kann, mal wegtun. Das ist die Retron 5. Das ist der Grund. PlayStation 1. Momentan. Egal. Und zwar mal chronologisch. Zuerst gekauft habe ich mir damals die NES Mini. Das ist hier. Das ist wirklich hier rein optisch. Ich habe die jetzt aber auch natürlich nicht hier oben liegen. Ich habe da aber irgendwo hier einen Erweiterungsschacht in Erinnerung. Ich meine drunter. Der ist hier nicht vorhanden. So, aber von der Optik her recht hübsch. Die Klappe lässt sich auch nicht öffnen, auch nicht mehr. Dummy-mäßig, also einfach nur aufzumachen ohne Effekt. Machen wir das denn? Haben wir hier den Originalkarton? Nintendo Entertainment System. Das hat das Ganze ja losgetreten, die Mini-Konsolen. Jetzt kommt noch die C64 Mini, also nicht die, die es ohnehin schon gab. Das gibt jetzt eine neuere, wo man auf die Tasten drücken kann. Ich weiß aber nicht, ob das einen Effekt hat, ob man dann wirklich was mit eintippen kann. Oder ob das auch wieder nur Dummy-mäßig ist. Und der Controller soll einen Mikroschalter haben. Aber die C64-Zeit war nicht so mein Ding. Ich hatte den zwar, aber der war jetzt nicht so wahnsinnig brüllermäßig. An Schachprogramm kann ich ein bisschen erinnern. Ich glaube, Cyrus gab es. Ich bin doch gerade noch in Erinnerung. Sorry. Da gab es auch Schachprogramme für und so weiter. Hier natürlich auch hinten die Spiele, die beworben werden. Wir haben ja einige auch gehackt, die Konsolen, um mehr Spiele drauf machen zu können. Was ich noch machen wollte, ist hier mal ein bisschen vergleichen. Controller. Und zwar den Originalcontroller mit dem hier. Und man muss doch sagen, die sehen absolut gleich aus. Die Controller ist ein bisschen verstaubt, die da waren noch in der Kiste drin. Die könnte man beinahe miteinander verwechseln, die Controller. Vielleicht haben sie auch einfach neuere sogar schon so verstaubt. Hilfe. Nur beseitigen. Man könnte glatt hier, wenn man die so nebeneinander hält, könnte man beinahe das Original nicht von der Kopie unterscheiden. Nur beinahe. In der Kiste war so der hier geht runter. Als nächstes habe ich mir geholt die SNES Mini. Die sieht auch. Ich habe jetzt auch die Originale nicht mehr am Start. Deswegen, ich meine nämlich, die hätten Erweiterungsschächte gehabt, die Originalkonsolen. Das ist alles nur Dummy-mäßig, da lässt sich nichts von irgendwie funktional machen. Also dass dieser Blendschutz lässt sich auch nicht klappen oder so. Die hat noch alle Erweiterungsports. Ich kann es aber nicht beschwören. Ja, also die SNES Mini. Auch wieder der Originalkarton. Das waren ja die Konsolen, die. Das ist aber immer so. Das lässt sich. Die haben ein gewisses Kontingent, das, wenn das verkauft ist, dann fangen die dann an, die Leute, die für teures Geld weiter zu verkaufen. So war es bei NES und SNES Mini auch bei. Da dachte man auch, da kommen keine Teile mehr nach. Gar nicht Quatsch. Ich finde das recht schön. Das ist so ein bisschen. Gibt das so ein bisschen so das Feeling, eine Konsole gekauft zu haben, diesen Karton hier. Weil das ja so gestaltet ist wie auch damals, mit diesen Spielen hinten drauf. Das sind die Spiele, die jetzt hier bei waren. Bei dieser SNES-Konsole. Bei dem
gefühlt ein 10. Mal, wie man sich diese Spiele schon kauft. So ist der Controller. Und der Business-Controller ist hier. Und auch hier muss ich wieder sagen, wenn ich die so nebeneinander halte, das ist bis auf die Anschlussart und dem eben natürlich auch die Anschlussart. Und bei der Kopie sind, das ist eingestanzt, links und rechts bei den Schultertasten. Hier ist es aufgemalt, aber das ist immer noch frisch zu erkennen. Der Aufdruck ist hier bei dem Original dunkler, also besser zu erkennen. Ansonsten würde ich sagen, ist das doch hier 1 zu 1. Dann, weil ich mir als nächstes gekauft hatte, die PlayStation Mini. Die war wirklich sehr günstig zu haben, deswegen habe ich mir die geholt. Da mag man halten von, was man will. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, habe ich die Spiele auch noch gar nicht richtig gespielt. Ich plane ja immer noch, mir so eine Retro-Ecke zu machen. Mit einem, indem ich ein bisschen umräume. Und dann quasi, ich habe auch einen Röhrenfernseher noch. Diesen 22 Zoller LG, den ich hier hinter mir stehen habe, will ich da noch für nehmen. Dann habe ich einen 3er USB-Hub. Da schließe ich die dann an. Einen muss ich dann hin und her stecken, wenn ich den dann nehme. Da müsste ich mir aber noch Stereo-Boxen für holen. Ganz günstige, damit man dann noch Ton hat. Mal hier gucken. Der hat übrigens auch den, ist natürlich auch nur Dummy und nicht zu verwenden, den Erweiterungsport hier hinten. Der wurde später bei den Konsolen rationalisiert, also weggemacht. Da konnte man damals ein, kann ich nochmal diese Mogel, Module, diese Mogelteile, konnte man hinten dran machen. Weiß ich jetzt gar nicht. Da ist so unendlich Leben und sowas. Das konnte auf jeden Fall an den Erweiterungsport anschließen. Das fiel dann hinterher weg, als der Erweiterungsport wegfiel. Da ist hier auch der Originalkarton von. Ja, da haben die irgendwie eine halbgare Sache veröffentlicht, was vielen sauer aufgestoßen ist. Die Spiele wären nicht das Beste und der Controller. Das ist auch das Problem, hat keine Analogsticks. Vielleicht machen die ja irgendwann mal eine neue Revision und machen das dann besser. Wo mich das gerade bei Sony wundert. Aber ich glaube eher, die Intention war es, wirklich die Konsole so rauszubringen, wie sie zum Start rauskam. Als sie zum Start rauskam, war das ja nicht dabei, der Analogstick. Aber wenn man ehrlich ist, die Spieler waren auch nicht dabei, als das zum Start rauskam. Das ist ja auch wieder Quatsch. Aber das könnte der Gedanke gewesen sein. So, als letztes war es, ach, selbe Controller erstmal vergleichen. Ja gut, ich habe jetzt keinen am Start ohne Analogsticks. Ich mir diese nebeneinander halt. Boah, hier sind natürlich nicht die Analogsticks bei. Ansonsten ist aber alles hier vorhanden. Ach, scheiße, jetzt ist hier. Da liegt jetzt. Ah, jetzt geht's wieder. Da war ein bisschen reingedrückt, weil die ja in einer Kiste drin. Ich habe alle Controller einfach in eine Kiste. Aber ansonsten ist das mit dem Controller auch okay. Nur eben USB. Was mich interessieren würde, ich habe nämlich USB auf PlayStation. Ist jetzt momentan aber nicht, wo ich das habe. Wenn man das jetzt da dran macht, den USB und dann in die PlayStation reinsteckt, Mann, das war doch USB. Weil ich meine, mich dunkel daran erinnern zu können, dass meine PlayStation 3 Controller das ist ja auch, dass man die auch an die oder war das PlayStation Controller auf USB? Ob eher so. Wo das würde dann mit den Funktionen. Muss ich mal gucken. Das ist hier der Mega Drive Karton. Ich wollte ja erst die Konsole hier vergleichen. Ja gut, das ist auch alles vorhanden. Selbst der Erweiterungsport an der Seite ist vorhanden, den man natürlich auch nicht verwenden kann. Das heißt, ich weiß nicht, wo die Leute das her hatten, dass man da quasi die kompletten Klamotten auch noch als Mini bekommen könnte. Der Lautstärkeregler, das ist
Ist ja nun, sie ist ja nicht mal offen. Dann aus. Resetto. Hier kann man allerdings die Klappe hier, da ist allerdings nichts drunter. Man das, also kein Port oder so. Wirklich betätigen. Power-Schall-Dings hier. Auch wieder auf USB. Auch hier wieder der Controller. Da habe ich hier den originalen. Das ist auch hier so. Das ist wirklich. Die Controller sind, was man bei dem Preis eigentlich erwarten könnte, möglicherweise. Die sind wirklich eins zu eins. Wenn ich mir das so nebeneinander halte und man würde die Anschlüsse nicht sehen von dem Controller und müsste jetzt die Hand ins Feuer halten, was ist jetzt da, wenn man das also nur so sehen würde und könnte nicht anfassen, obwohl da fasst sich das fertig an. Und dann würden die einem sagen, was ist das Original und was ist die Kopie? Also Gedächtnis wüsste ich das jetzt nicht, aber wenn man das jetzt hier so sieht, erkennt man das jetzt an den Kabel hier oben. A, B, C. Aber wenn ich mir das hier so ansehe, der Arcade-Stick, den ich hier hinter mir liegen habe, der hat auch nur A, B, C. Der hat auch nicht mehrere Knöpfe. Also für dieses Street Fighter. Den kann ich aber leider nicht anschließen, weil der nicht den Anschluss dafür hat. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man das auch dafür zu kaufen bekommt. Also ein Adapter für den Anschluss dieses Controllers an USB. Kann auch wieder hier unten rein. So. Und hier wieder der Karton. 40 Spiele plus 2 Bonustitel. Das ist mehr Spiele wie bei den anderen. Die hatten, glaube ich, 20 plus 2. Und dann glaube ich auch 20 im PlayStation, weiß ich, glaube ich, auch nicht so viele. Aber 40 Spiele. Also am. Hier Wonder Boy ist hier drauf, das ist ganz okay. Und wollen wir dieses. Das ist nämlich auch der fünfte. Ist das der fünfte? Oder der sechste Teil? Ach, der ist hier auch drauf. Der ist ja nie hier rausgekommen. Könnte ich ja mal im nächsten Video, könnte ich ja mal gucken, was ich von diesem Spiel als Original habe. Das müsste ich auch so wissen. Ich meine, Alex Kidd habe ich als Original. Altered Beast habe ich als Original. Castlevania habe ich als Original. Columns habe ich. Das ist übrigens interessant hier. Dieses Columns, das gibt ja auch Module, wo mehrere Spiele drauf sind, also Columns, Hang On ist ja glaube ich noch sowas. Die laufen auf der Retron nicht. Kurioserweise. Weiß nicht, ob die das nicht auslesen kannten, da was das ist. Was haben wir denn noch? Golden Axe habe ich. Chameleon habe ich. Monster World 6. Oder 4? Monster World 4. Weiß gar nicht, ob das überhaupt rauskam, ja, als Modul. Habe ich denn noch Fantasy? Habe ich. Sonic habe ich, Sonic 2 habe ich. Ich finde das schade, dass Space Area 2 drauf ist und nicht Space Area 1. Weil mir hat die Musik so gefallen von Space Area 1. Das ist übrigens das einzige hier von denen drauf. Space Area 2. Also es ist kein. Hang On drauf, das habe ich noch für die SNES, für die Mega Drive. Und was gab es denn dann noch? Wie heißt denn dieses Hubschrauberspiel nochmal? Das ist hier auch so teilweise so symmetrisch in den Bildschirm rein. Das habe ich auch. Wahrscheinlich, dass Space Hero 1 nicht drauf ist. Also sehr viele Spiele, die ich. Ja. Sonst kann man da auch gar nicht sehr viel zu sagen zu diesem Video. Dann so die Mini-Konsolen. Das ist immer schön das Gefühl. Ich weiß jetzt aber nicht, inwieweit der Originalkarton dem Original von damals nachempfunden ist. Das heißt also, diese Vorderabsicht. Wenn man das jetzt aufpumpen würde, ob das dann so aussehen würde wie damals. Ich finde das schade, was ich wirklich schade finde, ist, dass hier das USK und das PEGI-Logo aufgedruckt ist. Das ist bei der SNES Mini aber auch.
Finde ich immer ein bisschen blöd, wenn sowas auf dem Karton drauf gedruckt ist. Da bin ich kein Fan von. So, das war's auch schon für das Video. Verabschiede ich mich. Das waren also jetzt die Mini-Konsolen. Kann man haben, muss man aber nicht. Die SNES Mini und die NES Mini, die muss man nicht wirklich haben. Wenn man die Switch hat und eine Mitgliedschaft, die kostet ja 20 Euro, dann hat man die alle dabei, die Spiele. PlayStation Mini. Ja, ich ehrlich gesagt habe ich die noch gar nicht gespielt. Hätte, ich weiß nicht, ob das rechtlich nicht ging. Ich hätte meiner Meinung nach andere Spiele mehr erwartet darauf. Zumindest Tomb Raider 1 zum Beispiel. Dann die Controller mit Analog-Sticks. Vielleicht Gran Turismo 1. Da weiß ich aber auch nicht, wie an die Rechte rangekommen wären. Ich meine, Crash Bandicoot ist ja auch nicht. Vielleicht die falsche Button. Mein Crash Bandicoot ist ja auch nicht drauf. Hätte ich auch erwartet. Es gibt so viele Spiele, die ich eigentlich mehr als Klassiker ansehe, als das, was da drauf gekommen ist. Es gab doch noch dieses Spiel. Das waren diese nicht 2D-Jump'n'Runs, sondern da war das damals auch bei dieser Konsole. Quasi so eine Art. Man spielt es 2D-Jump'n'Run-mäßig, aber die ist ein bisschen 3D-mäßig gestaltet. Grafik, das wäre auch noch dabei gekommen. Aber nicht die Spiele, die drauf sind, aber PlayStation Mini. Das sind nicht meine Favoriten. So, ich bedanke mich fürs Anschauen. Ich hoffe, meist ist es besser mit der Selfie-Kamera. Und sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was eure Spiele wären. Oder was eure favorisierte Konsole ist. Die C64 Mini werde ich mir nicht holen. Da habe ich einfach zu wenig Erinnerung. Und diesen Controller schon mal gar nicht. Neuen Spielen. Ich bin das auch zu schlecht. Da will ich mir diesen Controller für 220 Euro mit diesen Spielen, die da drauf sind. Was ja geil, wie viele Spiele. Dann sind natürlich auch sehr schwer in der Spielhalle. Man spielt ja dann auf Continue, Continue, Continue. Nur auf Durchspielen. Das mache ich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.